Hallihallo Leute, das wird jetzt ein Paket in Rekordzeit, hoffentlich zumindest. Und zwar, wir steigen sofort ein. Hier kommt eine weitere Folge von... Ach, da steht gar nichts. 19.02. Ich dachte, ich war schon im März. Okay, dieses Paket ist jedenfalls von Daniel und irgendwie habe ich darüber was verplant mit der Nummer. Egal, ich mache jetzt sowieso alle durch. Daniel, erstmal vielen Dank. Und sorry, dass du 8 Monate warten musstest. Ich habe es ja schon mal erklärt. Ich habe mit Corona, wie ich den Laden jetzt zumachen musste, alles eingelagert irgendwo und dann erst wieder vor ein paar Wochen rausgeholt. Und jetzt arbeite ich mich so langsam dadurch. Von daher sorry. Und trotzdem vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir ein Paket geschickt hast. Und jetzt schauen wir mal rein. Ich will nur noch eine ganz kurze Sache. Ich will nur eine Sache ganz kurz sagen. Ich habe nur 20 Minuten Zeit, das Video zu machen und zu schneiden. Das heißt, ich breche wahrscheinlich nach 3 Minuten ab und schneide es erstmal euch auf die Augen, weil sonst habe ich keine Zeit mehr. Tut mir leid, ich muss heute 1000 Kinder holen. Die sind alle beim Chor und beim Singen und beim irgendwas machen und 3 Kinder sind an 3 verschiedenen Orten und ich habe nur einen Mensch übrig, nämlich mich selber. Deswegen, jetzt geht's los. Ah, leider habe ich es nicht geschafft mit dem Schneiden. Jetzt ist es doch nachts, jetzt ist es 9:30 Uhr. Ich bin nochmal schnell hergeradelt. Ich schneide jetzt die Bude, poste euch dann auf die Augen. Ich wollte nur noch eine Sache anfügen. Der Daniel ist Wiederholungstäter, denn der hat mir schon mal ein Paket geschickt mit den Harrow's Pins drin. Sehr interessante Darts, mit denen ich Unglaubliches imstande war zu leisten, mit denen ich gar fast das Geheimnis des Darts entdeckt hätte. Einfach nur sauber durch und achte sonst auf gar nichts. So einfach. Schaut gut aus, ne? Versuche ich nochmal. Einfach durchziehen. Sonst achte ich auf gar nichts. So. 1 Millimeter drüber. Aber ist es so einfach? Krass. So, ich ziehe wieder durch und achte sonst auf gar nichts. Das macht mir so viel Stress. Habe ich gerade das Geheimnis des Darts entdeckt oder was ist mit mir los? Hier sind sie. Steht überall Pins drauf. Auf den Barrels, auf den Spitzen, auf den Schäften und auf den Flights. So eine Art Carbon Atomic Mischung. Und die haben eben 3 mm Gewinde, also noch dünner als M3. Und sind deswegen extrem dünn. Und fliegen wirklich extrem geil. Und leider habe ich nirgendwo mehr ein Set ausfindig machen können. Wer die noch irgendwo hat, bitte Bescheid sagen. Ich habe in Kanada mal 5 Sets entdeckt, wollte die gleich ordern. Leider haben die dann nicht nach Deutschland geliefert. Und ansonsten Ersatzteile und so weiter auch gerne. Denn du kannst ja nur diese Schäfte benutzen. Ja, Flights und so, okay, aber du kannst nur diese Schäfte benutzen. Was ist, wenn da einer abbricht? Also, Daniel, vielen Dank für die Bude. Ich habe jetzt gerade geschaut, ob ich nochmal alles nochmal durchgehen soll. Aber ich glaube, ich habe das zwar recht zügig, aber doch recht ordentlich gemacht. Und deswegen lasse ich die Bude jetzt so. Wie gesagt, ich muss jetzt noch schneiden. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Oh, ich habe nicht mal Jerry. Dieses Paket hat so viele Nummern. Hier, 4, 12, 25, 5, 23, 24. Also, dass man da durcheinander kommt, wundert mich auch nicht. Hier scheint es jemand sehr verklebt zu haben. Ich würde ja gerne sagen, I see what you did there, aber ich sehe es nicht. Nein, jetzt mal da rein und war doch hier die Schwachstelle. Ja gut, jetzt kann ich es eh nicht mehr wirklich retten. So, offen. Oh ja. Warte mal. Smilodox oder Smilodox, das habe ich neulich irgendwo gesehen bei irgendeinem so Fitnesspumper, oder? Ist das so ein Ding? Von irgendeinem so Fitnessdude? Irgend so eine Action? Ja, es ist von Flying Uwe, da habe ich ab und zu mal was von geguckt tatsächlich. Eine Modemarke irgendwie sowas von so einem YouTuber? Gar nicht schlecht, Simon. Alle werden voll lachen. Ich mich da nicht auskenne. Tut mir leid, Jungs, ich mache Content. Ich habe keine Zeit, Content zu gucken. So gut wie gar nicht. Ist auch kein Wunder bei den Skills. Tatsächlich, die Zeiten sind vorbei. Ich gehe gleich mal da rein. S-Style Flights erkenne ich schon gleich. Geil. Dynasty in schwarz. Und witzigerweise habe ich genau auf so schwarze gewartet und hatte die natürlich seit Februar schon wieder da liegen. Das ist natürlich jetzt immer Karma mit diesen Paketen, die jetzt erst kommen. Das sind wahrscheinlich schwarze Standard in der Dynasty-Packung, aber ich freue mich trotzdem. Die ich jetzt erst auspacke. Und das sind tatsächlich gar keine S-Style, das sind Robson. Cool. Das sind Robson-Aufstecker. Oh, das finde ich mega geil. Robson habe ich nämlich gar keine mehr. Und damit so ein Motiv habe ich noch gar nie gesehen. Super nice. Und auch krass, dass du die in eine S-Style-Verpackung reindrückst, um eine S-Style so richtig einen reinzuhauen. So, jetzt sag, guck mal den lachenden Hund an. Smilodog. Die Verpackung ist ja ganz hübsch hier. Schau mal. Wow, voll der Abdruck. Mike Tyson.
scheiß ins Auge hier. Seht ihr? Nein, auf den letzten 50 Millimetern hat mich das Glück verlassen und die Bude ist hier außer Rand und Band ausrangiert, aus Kontrolle geraten. Der schlechteste Auspacker aller Zeiten, aber das wisst ihr ja schon. Wer jetzt erst einschaltet, das ist völlig normal. Das mache ich immer. So, jetzt aber. Oh, ich habe Pandoras Box geöffnet. Böse. Okay, pass mal auf. Ich glaube, ich muss nämlich schon los. Damn, das kann ich fast nicht bringen. Okay, Daniel. Wir gucken mal rein hier. Okay. Das sind Fingerwachs. Wachse. Geiles Paket, hey. Das ist ein Überstülper mit Gummihütchen, Gummiringen für die Schäfte, dass sie sich nicht lose drehen. Mega geil. Habe ich unbedingt gebraucht. In Orange noch nie gesehen. Mega geil. Das sind Evo-Spitzen, so wie es aussieht. Ja, das sind Evos in Pink. Mega, mega, mega geil. So wie beim Paket von gestern schon gesagt. Ich hatte keine Evos mehr. Jetzt habe ich sie auch noch in Pink und in Weiß. In diesen Verpackungen sind normalerweise L-Style-Schäfte und es sind welche. 130 heißt 13 mm von diesen Türmchen bis zum Gewinde. Hier 13 mm und hier sind es glaube ich auch 13. Das ist die kleinste Größe, die es gibt bei L-Style. In lila mit Champagne Caps drauf. Super nice. Red Dragon Nitrotech-Schäfte. Und, geil, Nitrotech und Titan. Bist du mit dem Vladi irgendwie verwandt? Kennt ihr euch? Nitrotech und Titan scheinen super viele Leute zusammen auszuprobieren. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ein hochqualitativer, super nicer, nicer Dicer, nee, ein Broken Shaft Remover, aber dann nicht die Cheap-Ass-Version, die ich immer hatte, sondern ein richtig geiler, hochwertiger. Das macht Spaß, das ist mega nice. Geil, danke Daniel. Dann, da haben wir doch die Gripper 4, Gripper 4 Elements Two-Tone, das stimmt, die Verpackung ist original, das stimmt absolut. Das sind sie. Und hier drin nicht Two-Tone. Element ist easy erklärt. Das sind einfach diese Partikel, die da drin sind. Diese Streupartikel, silbernen. Und Two-Tone wäre zweifarbig, so wie der hier. Und Gripper 4 ist die Form sozusagen, die Innovation von diesen Schäften. Und dann haben wir hier Harrow's Super Grip. Die Two-Tone bei Harrow's, die heißen sozusagen Fusion. Deswegen ist es ein Super Grip Fusion. Genau. Die nennen es nicht Two-Tone, die nennen es Fusion. Jeder Hersteller hat so ein bisschen die gleiche Sache. Nennt es aber ein bisschen anders, so wie Super Grip bei Target Pro Grip heißt und so weiter. Ne? Da hast du hier Fusion, da hast du Two-Tone, noch woanders hast du noch was anderes. Dann die Robson hier, die haben wir uns gegönnt. Das da oben sind tatsächlich L-Style. Das hier sind Robson. Die haben so ein Kreuz hier und du schiebst einfach auf die Schäfte drauf. Auf Alu geht es glaube ich nicht so gut, aber auf Plastikschäfte kannst du überall drauf schieben. Und dann sind die quasi wie L-Style. Das ist eigentlich ganz nice, das System. Ist nicht schlecht, wirklich nicht. Ist ein bisschen klobiger vom Gefühl her. L-Style ist ein bisschen weicher, sag ich mal. Filigraner so ein bisschen. So, dann haben wir noch diese Packung. Ich bin schon viel zu spät. Aber ich glaube, die muss ich beim nächsten Mal mit reinnehmen, weil hier sind einfach ein Haufen Flights drin. Ah, die sind geil. Oh. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Smooth Dogs. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Oh, ich habe noch 20 Minuten. Um alles zu schneiden und hochzuladen, schaffe ich nie im Leben. Okay. Michael Rastovic und lauter coole andere Flights. Ich nehme die beim nächsten Paket am Anfang. Anderson, Gary Anderson, Noir, Unicorn. Der Dartsturm ist auch wieder da. Noir, Rastovic, Keep Calm and Play Darts. Keep Calm and Play Darts von Bulls. Das ist der Maximizer, Max Hopp. Maximizer Flight gehört zu dem. Das ist Schindler, Martin Schindler. Das ist Shot. Shot, den haben wir ein paar Mal schon gehabt. Der ist super geil. Shield Maiden gibt's einen Dart. Der heißt Shot Shield Maiden. Das sieht Daryl Gurney mäßig aus, ist aber in Wimau Prison. Bulls, den hatte ich glaube ich auch schon mal. Dann Simon Whitlock, den hatte ich auch einmal. Da ist so ein geiles Viech drauf. Und man weiß es nicht, aber das Känguru ist wahrscheinlich Simon Whitlock. Na? Dann hier mit einem geilen Blitz, den habe ich noch nie gesehen. Target, was sind denn das? Pro Ultra, ich wollte schon sagen, sind das Vision Ultra? Pro Ultra, oh geile graue Abtönungen, cool. Richtig nice. Dann hier Gold, das ist Daryl Gurney. Da haben wir ihn sogar. Daryl Gurney in Gold. Hat vielleicht mein Unterbewusst das bisschen mitgespielt. Dann haben wir noch eine Power. Philip Douglas Taylor. Hier. Hier noch einen, so einen. Hier noch einen, so einen. Super nice. Oh, sieht auch geil aus. Kann der was? Oh ja, der kann was. Oh, geil, der kann wirklich was. Nice, ist der geil. Ja, mega geile Flights. Mega geile Flights und alle neu, noch nicht ausgefaltet. Den hat man noch nicht. Auch nice. Super geil.
Und die da auch noch. Samurai. Und zu guter Letzt die noch. Die können auch was. Die können auch ein bisschen transparent. Wow. Gut. Shindy, Max, Michael. Das ist die Gesamtbude. Das war der Schnelldurchlauf. Daniel, vielen, vielen, vielen Dank. Mega geile Sachen. Wirklich mega geil. Ich finde es abartig geil. Lauter Top-Flights, neue Flights, Spieler-Flights, Anderson original verpackt. Zwei Sets Robson, mega geil, original verpackt. Die Schäfte auch geil, Evo-Spitzen und ja, Titan-Schäfte, Nitrotech-Schäfte, Supergrip-Schäfte, was will man mehr? Und die Smilodox-Bude da. Also vielen, vielen, vielen Dank, Daniel, vielen Dank nochmal. Sorry, dass ich die Bude jetzt erst aufmache. Ich gebe jetzt Gas, wie ihr merkt. Ich mache fast jeden Tag ein Video. Ich tue es so gut ich kann. Ich habe 3 Kids nebenher. Meine Frau arbeitet. Von daher, ich gebe alles und vielen Dank für eure Unterstützung. Macht's es gut. Tschüssi.